Küssen für die Eheöffnung vor Taiwans Parlament. Diese Aktivisten fordern von ihren Abgeordneten, endlich die Ehe für alle zu erlauben. Doch damit ist nicht jeder einverstanden. Vor allem Christen protestieren am selben Tag mitten in Taipeh. Mit Musik, Tanz und Transparenten fordern sie Ehe nur für Mann und Frau. Hier treffen die beiden Lager aufeinander. Beide Seiten halten ihre Schilder hoch und rufen Slogans. Dialog, Fehlanzeige. Dass es auch anders geht, zeigen diese zwei buddhistischen Nonnen. Die Religion steht für Liebe gegenüber allen Lebewesen. Wir hoffen, dass die Menschen glücklich sind und wenn sie ihr Glück in der Ehe suchen, gilt es, dies zu respektieren. Seit sich das Parlament und die Justiz mit dem Thema befassen, zeigen sich auch die Gegner der Homo-Ehe vermehrt in der Öffentlichkeit. Die LGBT-Aktivisten sind trotzdem zuversichtlich, denn noch immer hat Taiwan die Chance, als erstes Land in Asien die Ehe für alle zu öffnen.